Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken heute mal in Naruto Ultimate Ninja Storm rein. Wir nehmen direkt Naruto und sein Team. Und das lassen wir alles einfach mal so. Als Gegner habe ich mir gedacht, fangen wir mit Neji an und nehmen natürlich auch sein Team. Und dann kann ich da ja nochmal kurz drauf eingehen. Also wir haben ja damals über die PlayStation 3 war es noch. Das Spiel durchgespielt, Let's Played. Es hat auch damals mega Fun gemacht, also ich hab's zweimal im Prinzip gezockt, einmal privat und einmal als Let's Play für den Kanal halt aufgenommen. Und die Wurftechnik, da gibt's ja ein Part über die Wurftechnik, die hat mir damals auch zu schaffen gemacht, das weiß ich noch. Aber im Prinzip ist sie ziemlich einfach. Aber der Part funktioniert ja immer noch sehr, sehr gut. Der ist ja tatsächlich immer noch, hat sehr, sehr viele Aufrufe. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, komm, blocken. War das nicht so? Mit R2 blocken? Oder war es nicht so? Doch, hier war der. Okay. Mist. Dran vorbei. Hier können wir nochmal ihn dazu holen. Wow, jetzt benutzen sie. Die wollte ich gar nicht angreifen. Ich wollte eigentlich ihn angreifen. Komm her. Nein, ja doch. Komm ein bisschen dichter ran. Oh, wieso hüpft er denn jetzt die ganze Zeit weg? Jetzt. Nein, gefällt mir nicht. Oh oh. Ah, ey, ich komme aber auch wirklich überhaupt nicht an ihn ran. Ja, den Anime habe ich damals komplett, glaube ich, durchgeguckt. Ich habe ihn jetzt vor ein paar Monaten mal wieder über Netflix ein bisschen geschaut. Und da war es tatsächlich so, dass ich nach der dritten Staffel jetzt erstmal wieder ein Päuschen gemacht habe, weil da ja auch sozusagen so ein kleiner Abschluss drinne ist. Und ich werde da natürlich irgendwann wieder reingucken, weil ich dann auch mit Naruto Shippuden weitermachen möchte. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Und die Filme habe ich bis jetzt auch noch nicht geschaut. Wow. Okay, gleich mal ein paar Trophäen hier abgesnackt. Das lief ganz gut. Ich würde sagen, wir nehmen direkt nochmal das andere Outfit von Naruto. Und aber dann auch einen anderen Gegner. Das Team lassen wir so. Und die Special Effects lassen wir auch so. Dann nehmen wir dieses Mal Kiba als Gegner mit seinem Team. Und da lassen wir das auch so. Und falls ihr gerne nochmal ein paar davon sehen wollt, ist natürlich ein bisschen schade. Ich werde die ganzen Kämpfer natürlich nicht wieder freischalten können oder wollen auch, weil dann müsste ich das Spiel nochmal durchzocken und ich zocke zurzeit. Als letztes hatte ich jetzt Call of Duty Cold War durchgespielt. Und jetzt bin ich zurzeit tatsächlich dabei, das Remake von Final Fantasy durchzuspielen. Auch Spiele, die wir ganz gerne, also die haben wir schon mal angezockt auf dem Kanal, aber falls man da noch irgendwie was sehen will, kann man das gerne in die Kommentare schreiben, dann zocke ich da auch nochmal wieder ein bisschen was mit rein. Muss ja kein ganzes Let's Play sein, aber können wir trotzdem gerne auch mal wieder anzocken. Call of Duty hat tatsächlich mega viel Fun gemacht. Das war seit Black Ops 1 mal wieder ein richtig geiles Call of Duty. Und auch Final Fantasy, das was ich habe jetzt noch nicht lange gezockt, so ein Stündchen oder so, tatsächlich auch sehr cool. Das Original habe ich damals nur bei einer Freundin von meiner Mutter so ein bisschen angespielt, für die PlayStation 1 war das damals. Und da war ich noch zu klein für, da habe ich überhaupt nicht durchgesehen so richtig. Aber man erkennt ein bisschen was wieder, bilde ich mir zumindest ein. Nein, 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 aua, 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 aua. Der war schön. So, und jetzt beenden wir das Ganze doch wieder. Oh Gott, ich bin ja überhaupt nicht der krasse Typ in diesem Button-Smashen. Und dann, ja, Tatsache ist der Part auch schon eigentlich wieder zu Ende, aber ist ein bisschen kurz. Ich denke mir, wir machen noch einen Kampf. Nehmen da noch einen Gegner. Ist ein bisschen schade, wie gesagt, mit der Charakterauswahl, weil ich mich entsinnen kann, dass du da viele coole Charaktere noch hast, aber ich werde sowieso noch andere Spiele auch
zocken andere Anime-Spiele, sowas wie Dragon Ball oder One Piece oder so. Und da wird sich vielleicht irgendwie auch ein bisschen was einpendeln. Vielleicht werden wir dann nochmal in den ein oder anderen oder in das ein oder andere neue Spiel reinzocken. Also ja, das lassen wir alles so. Und dieses Mal nehmen wir dann die drei hier als Gegner und machen direkt noch einen Kampf, weil der Part sonst tatsächlich ein bisschen kurz wäre. Und da geht noch ein bisschen was, ne? Würde ich sagen, Trainingsplatz ausgewählt. Ich bin auf Zufall gegangen. Ja, und ich muss sagen, so von der Steuerung her und so, man kommt schnell wieder rein. Vieles ist auch Muskelgedächtnis offensichtlich, weil ich drücke hier irgendwelche Tasten, wo ich mir so denke, ach so war das. Ich mache ja auch viel das Gleiche hier und so, also man kennt tatsächlich nochmal ein bisschen was davon, ein bisschen was hat man sich damals eingeprägt. Daran merkt man auch, wie oft man diese Spiele dann auch tatsächlich gezockt hat. Ich meine, ich war ja damals auch schon nicht der Typ, der die krassesten Kombos und so drauf hatte, aber ein bisschen mehr konnte ich wahrscheinlich schon. Aber trotzdem, ne, gerade so Spiele wie, was weiß ich, Tekken 3 oder Batman Arkham Asylum oder Mirror's Edge habe ich auch oft gespielt, Resident Evil 5, so, das sind alles so Spiele gewesen, oder damals Harry Potter und der Stein der Weisen für die PlayStation 1 gibt's auch als Let's Play auf dem Kanal, falls man Interesse daran hat. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass man dann diese Spiele Ewigkeiten nicht zocken braucht und trotzdem noch vieles davon kann. Oh nein, wow. Nicht gut. So, jetzt werden wir das Ganze hier mal ganz schnell beenden. Achso, und nicht mal ich hab's gemacht, sondern genau, mein Hilfscharakter hat's gemacht. Aber gut, dann hatten wir das auch mal, dass der Hilfscharakter mich hier sozusagen oder mir hier den Finisher ermöglicht hat. Aber gut, es ist tatsächlich für zwischendurch. Können wir gerne nochmal hin und wieder reinspielen. Es macht ganz gut Bock. Nochmal durchspielen werde ich es tatsächlich nicht. Und die Charaktere kann man, glaube ich, nicht freikaufen. Also bis jetzt habe ich... Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, wie man die Charaktere nochmal anders freischalten kann. Ansonsten, wie gesagt, auch andere Anime-Spiele, Dragon Ball, One Piece und sowas wird alles mal wieder kommen. Wir werden mal wieder ein bisschen reinzocken. Leider nicht die PlayStation 1-Variante, weil das von der Aufnahme her alles nicht mehr so hinhaut, wie ich es gerne hätte. Aber es soll ja eigentlich auch mehr so in Richtung PlayStation 5 irgendwann gehen. Gucken wir mal, wann da mal wieder was möglich ist. Ich bin fürs Erste raus, hoffe, ihr seid dann beim nächsten Game auch wieder mit dabei und bis dahin sage ich einfach mal ciao.